So, ich weiß nicht, ob Bowsers Schloss selbst als Ausgang zählt. Zumindest habe ich jetzt einfach ein Save State geladen. Bevor ich also Bowser besiegt habe. Ja. Keine Ahnung. Verschiedene Sachen stehen noch aus. Zum Beispiel dieses komische Münzen-Level hier. Und da würde mich ernsthaft mal interessieren, was es damit auf sich hat. Ich werde es aber von selber nicht rauskriegen, da bin ich mir sehr sicher. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Here the coins you collect all the time remaining can change your progress. Ich werde jetzt keine Münzen sammeln und so schnell wie möglich durchrennen. Machen wir es so? Ich werde jetzt einfach richtig schnell durch. Ups, Entschuldigung, das war wieder Reflex. Ja, ich lasse mich schon umbringen. Ich werde jetzt einfach mal richtig schnell durchrennen und keine Münzen aufsammeln. Vielleicht hilft das ja. Wenn nicht, dann gucke ich nach, was man machen muss, weil eine andere Idee habe ich nicht. Ja, toll. So, wenn ich hier unten bin, boah, nichts aufsammeln, einfach durchrennen. Oh, das dumme Level. Das ist echt ein Dorn im Auge, das Level noch. Nimm das mal mit hier, vielleicht hilft das ja was. Nein, nichts aufsammeln, einfach nur ganz schnell durchrennen. Und ich habe nicht nachgeguckt. Sollte das tatsächlich die Lösung sein? Ich schwöre, ich habe nicht nachgeguckt. Durchrennen. Warum nehme ich jetzt die ganze Zeit eigentlich die Sprungfeder? Damit kann mir das mal jemand erklären. Ich habe keine Ahnung. Renn durch, renn durch. Wow! Der Skiller, der Skiller. Na, ich mache jetzt einfach mal einen Speedrun hier. Oh, hier ist aber sehr schön viel Zeug. Moment mal, das ist doch anders. Okay. Okay. Das war offensichtlich genau richtig, dass ich einfach durchrenne und nichts einsammle. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ui. Aha. Chocolate Secret. Das hätte ich eigentlich noch vor Bowser's Schloss machen sollen, wenn das so einfach war, weil das konnte ich ja nicht wissen. Ich konnte doch nicht wissen, dass das so leicht ist. Wahrscheinlich wurde es mir auch schon längst in den Kommentaren geschrieben. Wie gesagt, die Aufnahme erfolgt genau an dem Tag, an dem Part 15 hochgeladen wurde. Also, in der Zeit. In der Zeit wurde garantiert schon was geschrieben, weil ich ja schon zweimal in dem Level war und nicht wusste, was zu tun ist. Ist aber auch nicht nett, dass man da von ganz oben runterfällt. Naja, gut, das war, wenn man einfach was drückt am Anfang, ohne zu wissen, was passiert. Mann. Ich will nicht, ich hätte das Level nicht freigeschaltet. Das nervt. Nein, ist noch okay. Erst beim nächsten Tod wird es dann richtig shitty. Ach, da gibt's die Viecher auch. Oh. Ich dachte, die gibt's bloß in einem Level. Schön, dass wir die auch nochmal sehen. Ja. Das ist jetzt nochmal so eine All-Stars-Runde. Dass wir nochmal das sehen müssen. Mario All-Stars. Jeder darf noch irgendwie vorkommen. Außer die Gegner, die halt wirklich nur in einem Level da sind. Ja, was ist das hier, oder? Was wird denn das bitte? Was soll das werden, wenn es ja nicht ist, oder? Das ist gerade gar nicht so gut. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen scheiße. So, jetzt kommt gleich wieder ein Football hier. Er kommt gleich wieder, ja. Du gierst schon, ne? Du gierst schon. Ich weiß das doch. Jo, das war. Oh! Alter, wie weit hoch? Wie weit hoch? Ich hau ab. Das ist ein normales Level, ne? Also nichts mit Secret Exit. Ist auch gut so. Ja, das war sowas von klar. Das war so klar. Oh nein, Lebensverschleiß. Alle Leben, die ich nicht bei Bowser verloren habe, werden jetzt hier leider weg sein. Weißt du, ich verliere hier mehr Leben als beim Bowser-Endkampf. Ist das nicht traurig? Ich kann es immer noch nicht glauben, Bowser mit dem dritten Versuch geschafft zu haben. Oh, da war ich drauf. Da war ich drauf. Da war ich doch gerade drauf, oder? Nee, ich finde es jetzt doch lustig. Ich reg mich nicht auf, weil ich habe Bowser geschafft. Ich habe also eigentlich das Main Goal geschafft vom Spiel. Und was jetzt passiert, ist einfach nur Bonus-Scheiße. Just for fun zum Abgeiern.
Also mich kann jetzt eigentlich nichts mehr schocken, jetzt wo ich die siebte Welt soweit durch habe. Ich gehe da nochmal rein, klar, gehe ich da nochmal rein. Oh, du wolltest es wissen, großer war. So, ja, komm, nee, mach mal nicht so. Ich will den irgendwie in eine andere. Ja, jawohl. Ich wollte das Timing so ein bisschen anders haben. Es interessiert mich, was da ist. Aber... Wow, gar nichts ist da. Super, das war ja der beste Weg gerade. Immerhin Mittelpunkt. Aha. Hey, wie kann man rutschen? Das habe ich so selten gemacht zu rutschen. Warte mal. Ja, da. Yeah! Rutschen! Rutsch! Ist das herrlich. Boah! Ich mach das jetzt, ich glaube, das ist genau so ausgelegt, dass man das machen kann. Ich bin über die rüber geflogen. Herrlich. Oh, scheiße. Weg hier. Oh, no. Da kam ich nicht mehr richtig drauf. Dann kann ich wenigstens noch mal die längste Rutschpartie machen. Das ist auch nicht so schlecht. Schön erstmal seinen Football gekickt. Ja. Rutschen, rutschen, rutschen. Aber nochmal muss ich das nicht haben. Also das kann jetzt gern das letzte Mal gewesen sein. So. Aufpassen jetzt hier. Ja, wenn die so seitlich an der Wand dran sind und der Stachel halt draußen ist, der so weit nach innen ragt, das ist gefährlich. Deswegen warte ich da lieber ab, bis es günstiger erscheint. Alter, was zur. Was war das für eine Passage? Junge, 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 Junge. Ich werde hier. Das ist ja wie das achte Ding bei. Stimmt, das muss ich auch nochmal machen. Bei Bowser die einzelnen Türen abgehen und mal gucken, was da so ist, ne? Kann ich ja ganz zum Schluss machen vom LP vielleicht. Wenn ich da eh nicht irgendwie rauskomme und bei dem Endscreen gefangen bin. Ja, das wäre vielleicht eine Idee für den Abschluss. Die anderen Türen beim Bowser Schloss abzugehen. Hey, meine Sternzahl verdoppelt. Ja, wie ist denn jetzt der Stand? Fehlt mir noch irgendwas? Hier? Klar, da fehlt mir noch irgendwas bei dem großen roten Punkt. Wo bin ich jetzt? Oh. Ach, jetzt, ich komme jetzt irgendwie nur von der Seite zu dem Schloss. Das bringt mir also jetzt auch nicht so viel insgesamt. Jetzt muss ich halt noch gucken bei dem anderen da, was da ist mit. Ja, ich weiß ja, was das für ein Level überhaupt ist. Moment, wieso bin ich jetzt so rumgelaufen? Hier ist doch gar nichts. Nee, das Geisterhaus war das Verwirrende. Das hier war noch nichts Verwirrendes. Aber was war das denn nochmal? Was war das denn nochmal? Ach so, das war sowas. Ja, das war sowas, wo ich wieder von der Fledermaus getroffen werde. Von einem Super, der erstmal nicht so richtig im Bild war. Das war das Level. Cool. Oh, verarscht den Disco Cooper. Ja, das ist natürlich die Frage, wo ist hier das Secret Exit? Das ist ein großes Level. Das kann eigentlich überall sein, wenn man so will. Das Geisterhaus, glaube ich. Oh, da wird es problematisch, das zu finden. Aber hier rechne ich mir eigentlich Chancen aus, dass ich was finde. Hier hoch. Was? Ich habe irgendwas gerade aktiviert. Ihr habt es auch gehört, oder? Moment, ich habe irgendwas aktiviert gerade. Hallo? Da ist ein Schlüssel irgendwie, du. Ich habe was gehört. Ich habe definitiv was gehört gerade hier. Na, das ist jetzt natürlich auch interessant. Müsste ich mit Flügeln irgendwie hoch oder sowas in der Richtung. Könnte natürlich jetzt ein Schlüssel rausgekommen sein. Aber so werde ich das nicht rausfinden. Kann ich aber zurück? Ne, ich kann auch nicht mehr zurück. Das ist jetzt nur für Forschungszwecke hier, Leute. Da ist mir das jetzt auch egal.
Ich habe das Spiel an sich durch. Da ist es jetzt auch echt egal, ob ich das jetzt so mache, wirklich. Das ist jetzt einfach nur die Secret Exit zu suchen. Ich denke, da ist es okay, wenn ich das mache. Nein, ich muss das behalten. Ich vermute, mit einer Feder kriege ich das nicht besser hin. Mit einer Feder geht das bestimmt besser. Also das war auf jeden Fall schon mal was Verdächtiges. Was sehr Verdächtiges. Und danach kam ja bloß noch dieses Auf und Ab da. Und ich glaube nicht, dass es da ist. Ich glaube nicht, dass da was versteckt ist. Das war eine Feder, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Genau, was ich wollte. Die darf ich jetzt nicht verlieren. Ja, ich spam gerade sowas vorne auf meiner Tastatur hier, das Zeug. Genau. Jetzt gucke ich mal. Nee. Das war nur irgendwie ein Yoshi-Scheiß. Was ist das jetzt hier? Was willst du von mir hier? Aber das war auch nur irgendwie was zum Aufsammeln. Scheiße. Ja, aber nun. Okay. Ich guck mal schnell nach. Oh, nee, ey. Was zur Hölle? Moment, was ist denn hier noch? Ey, da ist garantiert der Tod, tschüss. Da ist doch sowas von der Tod, wenn ich da reinfalle. Was haben wir denn hier? Noch ein Schloss.